Wenn du dieses Video anhörst, machst du einen sehr großen Schritt in Richtung Veränderung und persönliches Wachstum. Fange heute an und finde heraus, welche Möglichkeiten dich auf der Seite des Lichtes erwarten. Das Anhören dieses Videos kann dir helfen, persönlich und beruflich zu wachsen. Deswegen ist es wichtig, dass du heute hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute geht es darum, zu erkennen, wie du in dieser aktuellen Zeit dein persönliches Wachstum so weit steigern kannst, dass du ganz leicht in die fünfte Dimension hineinkommst. Wir kennen alle dieses Konstrukt der Angstmanipulation. Und um aus diesem Konstrukt rauszugehen, aus dieser Angstmanipulation, ist es wichtig, dass du in deinem Herzen bist. Denn wenn du in deinem Herzen bist, bist du in deiner Mitte und mit deiner Seele verbunden. Und genau das ist es, was dir dann die Entscheidung zeigt, die richtige Entscheidung zeigt und es dir auch leicht macht, den Weg zu gehen. Jetzt die große Frage, wie kommt man dahin? Ist auch gar nicht schwer. Sobald du merkst, dass dir irgendetwas Angst macht oder dass dich irgendwas erschreckt oder dass du bei irgendetwas so ein komisches Gefühl hast, stell dir eine Situation aus deinem Leben vor, wo du glücklich warst, wo du gelacht hast, wo du einfach ja ganz viel Leichtigkeit hattest. Geh in diese Situation hinein und du wirst sofort in deiner Mitte sein. Und dann, und jetzt kommt der weitere Trick, dann gehe den ersten Schritt in deine persönliche Freiheit. Der erste Schritt ist der schwierigste, der erfordert ein bisschen Mut, weil es etwas Neues ist, was dein Verstand jetzt noch gar nicht so kennt und meistens blockiert der Verstand das Ganze sehr gerne, indem er zweifelt, indem er sagt, was willst du denn? Deine Situation ist doch gut so, wie sie ist. Du brauchst jetzt gar nicht etwas Neues auszuprobieren. Da solltet ihr wieder ins Herz gehen und den Herzensimpuls fühlen, denn dieser Impuls, der ist ganz rein und der gibt euch die Kraft, einen Neubeginn zu starten. Und dieser Neubeginn, der hat so einen Zauber. Ja, der hat diesen Zauber. Es gibt dieses schöne Wort, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und diesen Zauber des Neubeginns, des Wissens, dass du jetzt in deine persönliche Freiheit hineingehst. Dieses Wissen allein öffnet in deiner Aura Felder des Lichtes und der Liebe. Und diese Entscheidung, ganz aktiv zu entscheiden, ich gehe jetzt aus dieser Manipulation heraus. Ich lasse mich nicht von diesen dauernden Meldungen eingrenzen in meinem Lebensraum, sondern ich gehe in mein Herz und ich gehe den Weg meiner eigenen Freiheit, den kann mir niemand nehmen. Und ich lasse mich nicht auf die Spielchen ein, die da draußen laufend geschehen. Dann wirst du deine eigene Persönlichkeit festigen. Und die Kanalmitglieder haben ja in dem Webinar mit Erzengel Gabriel dieses große Geschenk bekommen, um eben tatkräftig mit ihrem Bewusstsein und den Gedanken das Neue zu beginnen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das immer wieder ins Bewusstsein holt, wenn irgendetwas passiert, was einem jetzt aus der Reihe bringen möchte, ja, aus der Mitte bringen möchte. Erinnert euch an meine Worte und erinnert euch auch an Engel Gabriel, denn der Engel Gabriel ist ja der Bote Gottes und er bringt uns den Neubeginn. Er bringt uns diesen Zauber, den Zauber des Neuen und dieser Zauber hat diese Kraft, diese magische Kraft, uns anzuheben in unserer Energie, uns anzuheben und dann in die fünfte Dimension hineinzutragen. Denn dann habt ihr keine Angst, dann seid ihr so begeistert von diesem Neubeginn, den ihr euch einfach mal erlaubt. Dann seid ihr begeistert und geht dort hinein und ihr werdet sehen, welch ein schönes Leben das sein kann.
Das, was außen geschieht, das interessiert niemand mehr. Und so wünsche ich mir, dass es euch allen geht, dass ihr diese Kraft habt. Einfach zu sagen, ja, ich gehe jetzt diesen anderen Weg. Ich gehe den Weg meiner eigenen Selbstermächtigung. Und da wird auch Erzengel Gabriel bei euch sein. Er wird euch unterstützen, diesen Weg der Selbstermächtigung zu gehen. Denn genau das ist ja das Ziel, selbst in seiner Kraft zu sein. Und auch dann hast du den intensiven Kontakt zu deiner Seele. Deine Seele ist ja dein Wegweiser durch dieses Leben. Und wenn du mit Begeisterung etwas Neues beginnst, dann hast du diese Kraft und diese Freude. Du hast diesen Enthusiasmus und die Begeisterung und all dies unterstützt dich weiterzukommen. Und dann ist die Angst ja schon gar kein Thema mehr. Und auch für die Menschen, die sagen, ich habe keine Angst, beginne etwas Neues, beginne ein ganz neues Leben für dich. Du kannst es, diese Werkzeuge, die wir von Erzengel Gabriel bekommen in unserem Webinar, die kannst du anwenden für einen neuen Job, die kannst du anwenden, um in deiner Beziehung etwas zu verbessern oder in eine neue Beziehung zu kommen. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist es ganz wichtig zu wissen, dass es keinen Sinn hat, etwas Altes zu bekämpfen. Denn da gibst du dann deine ganze Energie in das Alte hinein und kommst nicht dazu, das Neue zu beginnen. Das ist sehr wichtig. Also das Alte, was hier so ist, was so viele Dinge, die nicht gut sind, es ist keine Bewertung, es ist nur eine Feststellung, die nicht so gut sind, diese Dinge kannst du umgehen, indem du einfach das Neue für dich erschaffst. Und wenn wir das alle tun, dann kommen wir viel schneller in die fünfte Dimension, viel schneller in die Verwirklichung zu dem, was wir uns alle so sehr wünschen. Und wenn du dich jetzt fragst, für was ist denn dieser Neubeginn? Warum brauche ich einen Neubeginn? Was soll ich denn ändern in meinem Leben? Überleg einmal, wo du dich nicht wohlfühlst, vielleicht im Job, vielleicht bei der Arbeit, vielleicht zu Hause in der Familie stimmt irgendwas nicht oder im Freundeskreis oder du möchtest deine Essensgewohnheiten ändern oder vielleicht sportliche Betätigung, du möchtest dein ganzes Leben ändern oder es gibt Dinge, die du schon immer tust, die du aber einfach aus Gewohnheit tust und die dir vielleicht gar nicht gut tun. All diese Dinge bedürfen eines Neubeginns. Oder vielleicht reicht es auch aus, dass du sagst, oh, ich möchte jemand unterstützen. Ich möchte jetzt mein Leben so ändern, dass ich Menschen verhelfe, selbst zu einem Neubeginn zu kommen. Und das ist so eine wunderschöne Arbeit, den Menschen zu zeigen, was sie für Möglichkeiten haben, sie zu führen und ihnen die Augen zu öffnen, das Neue zu beginnen. Das machen wir übrigens mit unseren Smarana-Partnern. Das ist ein System, mit dem wir Menschen helfen, in ihre Selbstständigkeit auf der spirituellen Ebene zu gehen. Das heißt also, wenn du dich in der Spiritualität selbstständig machen möchtest, dann kannst du Smarana-Partner werden. Und dort helfen wir ganz viel, um in die Selbstermächtigung zu kommen. Und das ist so ein schönes Gefühl, Menschen zu unterstützen, sich gegenseitig zu helfen. Also all das trägt dieser Zauber des Neubeginns. Und wenn du diesen Zauber dann mitnimmst in dein Leben, dann wird dein Leben wundervoll werden. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Und das ist der Punkt, weil wir es nicht wagen, ist etwas schwer. Und wenn wir uns das hier im Kopf und im Herzen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir alles erreichen. Wirklich wahr. Und in Telegram sage ich ja auch immer noch mal zu jedem Video was dazu, was noch wichtig ist, was danach an Durchsagen kommt. Und das heißt also, wer möchte, hat
die richtig vollkommene Unterstützung, um auf seinem Weg weiterzukommen. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne mal mich bedanken bei euch, die ihr mir so schöne E-Mails schreibt. Und ich bekomme es wirklich so oft gesagt, wie schön diese Begleitung die ganzen Jahre jetzt war und wie ihr dadurch durch diese schwierige Zeit sehr gut durchgekommen seid. Herzlichen Dank für das große Vertrauen und ich mache das so gerne und ich freue mich so sehr über diese wundervollen E-Mails und natürlich auch für die Spenden, die immer wieder kommen. Herzlichen Dank. Ja, und jetzt möchte ich gerne euch ein bisschen einen Vorgeschmack geben auf das Webinar mit Erzengel Gabriel, wo wir im Webinar dann ganz viel Werkzeuge auch bekommen, ganz viel Hilfsmittel, um unser Leben neu zu konstruieren, um das Böse aus unserem Leben in Licht und Liebe zu verwandeln, wo wir unser eigenes Licht stärken und den Mut bekommen, etwas Neues zu wagen. Und Erzengel Gabriel ist eine so wundervolle Begleitung und ich wünsche euch jetzt gleich auch ganz viel Freude bei der Botschaft. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Herzensmenschen, Erzengel Gabriel betritt diesen Raum voller Würde, voller Anmut und Achtsamkeit. Und ich, Erzengel Gabriel, bin mir bewusst, dass ich jetzt zu dir spreche. Denn ich weiß, wie schön es ist, wenn Menschen meinen Worten lauschen. Und das, was ich mir wünsche, ist, dass meine Worte in deinem Herzen einen Platz finden, wo sie sich entfalten können und dich immer dann unterstützen, wenn du in einer schwierigen Lage bist. Also, wenn du magst, dass ich dich unterstütze, dann gib mir jetzt dein inneres Ja und ich werde dein Ja empfangen voller Freude. Und als zweiten Schritt öffne dein Herz und lade mich ein, in dein Herz zu kommen, um dir dort meine Liebe und mein Licht zu überreichen. Mein Licht trägt die Energie des Mutes für den Neubeginn, denn mit diesem Neubeginn kannst du dein Leben grundlegend ändern. Mit diesem Neubeginn kannst du das, was nicht in Ordnung war, einfach vergessen und dafür das Neue kreieren. Und diese Kraft, die dabei entsteht, das ist der Zauber des Neuen, die Freude, der Enthusiasmus. Das alles wird dein Leben in eine kraftvolle, friedliche, lichtvolle Richtung bringen. Und so lege ich jetzt meine Hände auf dein Herz, wenn du es gestattest, um dir zu zeigen, dass du niemals alleine bist, um dir fühlen zu lassen, dass du stark bist, den neuen Weg zu gehen, um dir wissen zu lassen, dass du niemals alleine bist, um dir wissen zu lassen, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist. Und wenn du mich rufst, dass ich dann immer bei dir sein werde. Ich helfe dir, die Tore des Neuen zu entdecken und zu öffnen.
Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederbeginnen. Und wenn du erkannt hast, dass es sich nicht lohnt, alte Dinge zu bekämpfen, sondern das Neue zu beginnen, dann bist du auf dem richtigen Weg, auf dem Weg der Liebe und des Lichtes. Und so lösen meine Worte in deiner Aura, in deinem Geist Beschränkungen. Beschränkungen, die dich festhalten lassen an alten Kämpfen, die dich stoppen mögen und dich blockieren. All dies wird jetzt durch die Energie meiner Worte gelöst. All dies wird in Liebe und Licht gebadet. Und wenn du jetzt bereit bist und spürst, wie es dir bereits leichter wird, dann wirst du in dir deine neuen Bilder, deine neuen Wege erkennen. Denn dein drittes Auge ist aktiviert und es zeigt dir genau, was jetzt für dich wichtig ist. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um all deine inneren Bilder zu empfangen. Ich möchte dich auch ermutigen, ruhig groß zu denken, große Wünsche in dir entstehen zu lassen. Denn es gibt keine Grenzen. Erkenne deine Grenzenlosigkeit. Und so öffnen sich die Tore des Himmels. Der himmlische Chor erscheint und sie singen deinen Namen. Sie singen den Namen in der Lichtsprache. Und du spürst, wie deine Seele vibriert vor Freude und Glückseligkeit. So lass es geschehen und tanze nun den Tanz des Neubeginns mit deinen persönlichen Engeln, die bei dir sind. Spüre die Begeisterung, die Freude und die Kraft, das Neue zu beginnen. Und spüre den Mut, den ersten Schritt zu tun. Dieser erste Schritt ist dein Schritt in deine Freiheit. Und so werde ich, Erzengel Gabriel, nun dir den Mut für den ersten Schritt übergeben. Ich lege dir den Mut in deine Seele, den Mut, zu dir selbst zu stehen und zu sagen, ich schreite voran, ich gehe meinen eigenen Weg.
Und so ist es geschehen. Mein Energiegeschenk wurde überreicht und es ruht nun in dir, bereit, dich zu unterstützen. Und so darf ich mich wieder von dir verabschieden. Ich habe mit großer Freude für dich gewirkt. Die Sterne leuchten am Himmel zur Bestätigung, wenn du heute Abend hinaufschaust. Und so lege ich liebevoll meinen Arm um deine Schultern und sage dir, wir sehen uns, wir hören uns, wenn ich wieder zu dir spreche. Smarana. Und ich danke Erzengel Gabriel für seine wundervolle Energie, für das große Energiegeschenk. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Ich wünsche mir für euch alle, dass ihr weiterkommt, dass ihr die Stärke und das Licht in euch fühlt und eure Größe erkennt, eure Schönheit und eure Kraft. Eine Herzensumarmung. Bis zum nächsten Mal.